Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Diesmal kein FIFA, sondern Formel 1. Wir haben uns ja hier in die Kiste gesetzt und wollen mit euch eine kleine F1-Saison starten. Der Henrik ist auch mit dabei. Ich bin auch mit dabei. Ich bin nicht am Controller, weil davon könntet ihr überhaupt nichts lernen, außer wie man sich möglichst schnell, möglichst häufig, möglichst effektiv dreht. Und ich meine, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen. Ja. Henrik ist halt eher im Hintergrund zugange, ist quasi mein Teamingenieur. Genau, ich kümmere mich um die Strategien, wer hinter mir ist, wer vor mir ist und so. Ja, wir machen eine Kurzsaison, weil bald kommt schon Formel 1 2021 ist dann, glaube ich, raus. Wir haben 10 Rennen ausgewählt, fangen an heute mit Bahrain. Ansonsten fahren wir noch Spanien, Österreich, Belgien, Italien, Russland, USA, Mexiko, Brasilien und zum Abschluss natürlich Abu Dhabi, also ziemlich viel Topspeed. Außerdem sind wir natürlich auf der PS4, die hört ihr vielleicht im Hintergrund. Die startet nämlich ihren eigenen Motor, genauso wie halt auch das Formel 1 Auto gleich. Mit wem fahren wir denn? Genau, mit dem Team McLaren habe ich schon ausgewählt und wir gehen vielleicht einmal vorher noch die Einstellung durch. Wir machen Qualifying, eine Session 18 Minuten, das 50% Rennen und auf KI Schwierigkeit 94. Und das hier sind die Fahrhilfen, könnt ihr einmal durchskippen. Hier seht ihr auch einmal die Fahrhilfen, muss ich jetzt nicht nochmal alles durchgehen, könnt ihr euch einmal selber angucken. Und hier seht ihr es auch schon, wir sind beim Team McLaren, unser Teamkollege natürlich, wer soll es auch anders sein, Lando Norris, Hendricks absoluter Lieblingsfahrer. Bevor wir auch jetzt direkt zum Rennwochenende in Bahrain kommen, haben wir noch Möglichkeit, unser Auto zu verbessern. Und zwar haben wir oben 3940 Punkte. Da gehen wir direkt mal ins F&E und schauen, was wir da machen können. Also ich kann ja schon mal so viel verraten. Für die Expertise hier in dieser Serie wird auf jeden Fall Tim zuständig sein. Für alle, die im Stream immer haten, ihr könnt es kaum glauben, aber es ist so. Ich habe gar keine Ahnung von den ganzen technischen Sachen. Ich habe da auch immer Tim so gefragt, wenn ich meine Karriere gefahren bin, so was er jetzt empfehlen könnte. Deswegen, die Fragen gehen alle an ihn. Das Entertainment und das gute Aussehen ist dann bei mir. Also wir haben ja viele Top-Speed-Strecken, deswegen kriegt der Antrieb natürlich erstmal die ersten Push. Aerodynamik machen wir auch mal was. Ich würde sagen, Heckantrieb oder Frontantrieb, was sagst du? Wir machen Frontantrieb. Dann kommen wir vielleicht ein bisschen besser durch die Kurven. Beim Chassis, sehr wichtig für die Fahrzeugstabilität, kann ich euch verraten. Gewichtsumverteilung oder Gewichtsreduktion. Machen wir schon die Gewichtsreduktion. Kostet auch wieder 1000 Punkte und dann haben wir nur noch 900. Und da würde ich sagen, die bewahren wir uns fürs nächste Rennen auf. Ich sag dir so, wie es ist. Ich hätte es genauso gemacht. Ja, bei jedem einmal alles, ne? Ja, bei jedem einmal alles und dann auf Speichern drücken und dann weitermachen, direkt ins Rennen rein. Also ich hätte es nicht besser machen können, sage ich ganz ehrlich. Und damit herzlich willkommen zum Qualifying in Bahrain. Kurzes Qualifying fahren wir. 18 Minuten geht der ganze Spaß. Also wir hatten vielleicht ein, zwei Chancen. Ich denke, eine früh und eine später, aber alle Autos sind ja auf der Strecke. Das heißt, man muss sich auch irgendwie einen Platz erkämpfen, dass man da nicht im Verkehr steckt. Vorher aber noch unser Setup. Wir nehmen ein Setup mit einer bisschen höheren Spitzengeschwindigkeit, weil Bahrain die zwei langen Geraden, vor allem diese eine lange Gerade, da braucht man auf jeden Fall ordentlich Power. Und da wollen wir natürlich gar nicht so lange fackeln, sondern wir gehen direkt rein hier. Der DualShock ist auch schon fast leer, direkt am Anfang der ersten Runde. Sowas will man natürlich direkt sehen. Funky oben bisher auf P9, aber natürlich einer der ersten, die hier rausgefahren sind mit Tim am Steuer. Jetzt geht's gleich in die erste Runde los. Hier starten wir rein und dann schauen wir doch mal, ob die eine gute Runde wird oder ob es eine schlechte Runde wird. So, letzte Kurve, wir gehen auf die lange Gerade. Hamilton mit einer 1,26,9. Und das sieht bei uns nach einer richtig schlechten Runde aus. Aber es war jetzt auch die erste Runde. Wir sind zumindest mal vor Grosjean. Aber es geht auf jeden Fall besser im zweiten Versuch. Also, zweiter Versuch, was sagt der Renningenieur? Muss besser werden, wir sind gerade auf 13. Der sagt auf jeden Fall, da muss noch ein bisschen was kommen. 13 ist nicht die Position, die es mit dem McLaren hier sein sollte. Natürlich auch nicht die, die wir am Anfang vom Rennen halt haben wollen. Also wir wollen auf jeden Fall jetzt die zweite Runde besser gestalten. Die erste Runde, da wissen wir auch genau, woran es lag. Hier ein, zwei Mal ein bisschen zu weit um die Kurve gefahren. Aber jetzt kommen wir hier in den Verkehr, das ist natürlich auch nicht gut. Ziel muss hier natürlich die Top 10 sein. Wir sind gerade 8 Zehntel schneller, haben vielleicht noch ein bisschen Restwindschatten von Ricardo vor uns. Das kann auch ein bisschen helfen. Und dann geht es hier auch wieder in die letzte Kurve rein. Ja, bisschen eng genommen. Also verbessern tun wir uns auf jeden Fall, aber wo landen wir jetzt in der Startposition? Wir sind gerade auf Position 7, mal schauen, ob es dabei bleibt am Ende, wenn dann alle Autos fertig gefahren sind. Und kommen raus auf Platz 10, ein Platz hinter Norris, da habe ich die Schwierigkeit, glaube ich, ganz gut eingeschätzt. Ja, vor allem einfach 1:1 die gleiche Zeit gefahren, ja. Bei der Bestzeit von Norris. Ein Hundertstel hinter Norris. Also die beiden McLaren starten auf 9 und 10, Valtteri Bottas hat die Pole Position und dann schauen wir mal, was im Rennen so geht.
Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Bahrain. Hier die Startaufstellung. Valtteri Bottas auf der 1, dahinter Lewis Hamilton, Max Verstappen, Alexander Albon, die beiden Red Bulls. Dann der Renault mit Ricciardo, Vettel, Leclerc mit den Ferraris, Perez und Lando vor uns. Die können wir auf jeden Fall noch kriegen. Hinter uns, Ocon, da müssen wir aufpassen. Renault, glaube ich, auch nicht so ein schlechtes Auto. Und dahinter, ich glaube, das wird nicht gefährlich. Außer George Russell hat wieder einen phänomenalen Tag. Steckt seinen Teamkollegen Latifi auf jeden Fall schon mal in die Tasche. Du hast gerade angesprochen, der Renault hinter dir kann gefährlich werden. Sieht man natürlich auch vor allem bei Danny Ricks Top-Leistung, hier den auf 5 zu setzen. Also ein gutes Auto schon mal. Was Ocon damit jetzt macht, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, wir gehen so in die Strategie. Vielleicht dehnst du den noch einen länger, dass wir dann 8 schnelle Runden auf den Weichen zum Schluss haben und vielleicht nochmal das ein oder andere Auto aufholen können. Ich als dein Renningenieur sag dir jetzt einfach noch ein bisschen weniger Benzin mitnehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Da brauchst du nicht so viel mitzunehmen. Genau, dann wählen wir die Strategie aus und gehen auch direkt ins Rennen. Die Kupplung ist gedrückt. Boah, Starts sind so schwer, ne? Aber der Start sieht schon mal ganz gut aus hier für uns. Fett ist an, ERS ist auch an. Wir positionieren uns mal hinter Perez. Wir sind schon neben Perez. Natürlich spät bremsen, aber nicht zu spät, damit man nicht in Vettel hinten reinfährt. Perez nimmt die Bumps auf jeden Fall ordentlich mit. Kämpft hier gegen Vettel, wir kämpfen gegen Leclerc. Gehen jetzt an der Innenseite von Vettel vorbei auf der Geraden. Reifen an Reifen, wir nehmen ein bisschen den Windschatten von Perez mit. Bremsen später als Vettel, ja, da kommt noch mal. Aber super Start auf jeden Fall hier von Platz 10 auf Platz 7. Beide Ferrari schon mal eingesteckt, den eigenen Teamkollegen in die Tasche gesteckt. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und da vorne der ganze Zug mit Albon, Verstappen, Ricciardo und Perez sind natürlich auch nicht außer Reichweite. Direkt im ersten Rennen auch wieder ein super Beispiel beim Formel 1 Game. Bottas vor Hamilton, Albon vor Verstappen. Klassiker. Da passieren manchmal Dinge, die glaubt man gar nicht. Ja, ich glaube, die beiden Autos vor uns, Ricciardo und Perez, die können wir vom Niveau unseres Autos auch angreifen. Ich glaube, die Big Four da vorne, also die beiden Red Bulls und die Mercedes, sind dann noch etwas schwieriger zu bekommen. Jetzt vielleicht schon der Angriff auf Perez. Wir haben fast kein ERS mehr. Fettgemisch ist wieder aus. Wir positionieren uns außen, haben mehr Grip. Komm an Perez vorbei, nutzt unseren letzten Rest ERS. Und deutlich mehr Grip gehabt. Super Move außenrum. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird am Ende, aber Perez kam da wirklich gar nicht von der Stelle. Fast Funky war halt wieder sehr fast unterwegs auf jeden Fall. Und jetzt sind die Augen natürlich ein bisschen nach hinten, aber natürlich auch so leicht nach vorne auf Ricciardo, dass man da vielleicht noch angreift. Wie gesagt, das Auto könnten wir angreifen. Ja, wir sagen schon mal Hallo bei Ricciardo. Sollten, glaube ich, jetzt auch DRS haben, so ist es auch. Können vielleicht einen Angriff starten, wobei Ricciardo natürlich auch DRS hat. Und da haben wir jetzt hier einfach zu schlechten Exit, dass wir da ordentlich rankommen könnten. Die gute Nachricht ist natürlich, dass Perez jetzt schon so weit abreißen hat lassen, dass er kein DRS auf uns hat, also die Position haben wir erstmal relativ komfortabel rausgespielt. Jetzt sind wir richtig nah an Ricciardo dran. Vielleicht klappt es jetzt auf der ganz langen Geraden. Wir brauchen jetzt hier einen guten Exit. Unsere Reifen auch schon sichtlich mitgenommen, kriegen hier schon die Anzeige. Wir verbrauchen mal all unser ERS. DRS ist auf. Also volle Motorenleistung hier. Aber wir kommen hier nicht in die Klausbildung ranzukommen. Auch mit Fettgemisch und DRS nicht. Wir sagen kurz mal Hallo, setzen uns vielleicht daneben, lieber nicht. Ja, einfach nur mal sagen, dass man da ist, ist auch schon mal sehr wichtig, damit Ricciardo sich auch nicht nur auf die da vorne konzentrieren kann. Und macht da vielleicht auch mal einen Fehler. Attackiert jetzt aber auch so ein bisschen Albon, oder versucht es zumindest. Also die Mercedes sind mal wieder meilenweit weg, sind einfach allen davon geeilt, aber Albon und Verstappen kommen da nicht so richtig weg von Ricciardo und uns dann natürlich auch noch. So, jetzt sind wir richtig nah dran, vielleicht vorher lang geraten, können wir ihn schon packen, sind hier im Windschatten. Letzte bisschen Windschatten wurde hier ausgenutzt. Dann geht's raus, vielleicht nochmal über die Außen. Da haben wir auch Perez geholt und es sieht schon mal gut aus. Nasenspitze etwas vorne, jetzt ist er hinter uns und das Überholmanöver sitzt sehr gut sogar. Ja, jetzt ein bisschen aufpassen, jetzt kommt Ricciardo natürlich mit dem DRS hinten dran. Kommt hier sogar bis auf 0,1 Sekunde nochmal dran auf der Geraden. Jetzt kommt natürlich noch die nächste Gerade hier mit dem DRS dann wirklich drauf. Er geht links vorbei, aber da kannst du halt nicht dagegen verteidigen. Da haben wir gar keine Chance. Das ist ja der Wahnsinn. Ich
Ja, aber er hat auch schon Traktionsprobleme, aber unsere Reifen auch nicht mehr die frischesten, muss man sagen. Hinten links haben wir schon 47%, vielleicht probieren wir es mit dem Undercut. Was sagt der Renningenieur? Der Renningenieur sagt, Undercut klingt immer gut, ich habe noch nie gehört, dass der Undercut nicht funktioniert hat. Also wir haben der Box Bescheid gesagt, dass wir in die Box kommen. Nächsten Reifen sind die Mediums, das sehen wir gleich auch. Ja, man sieht es ja auf jeden Fall schon, wir müssen jetzt schon 1,9 Sekunden auf Ricardo einbußen. Und jetzt geht's in die Boxengasse. Der kurz Boxen durchatmen. Sitzt. Die Reifen sind schon auf 50%. Wer hat da gestoppt? Das war ein Hamilton. Mercedes. Hamilton, okay. Früh für den Computer. So, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt. 2,8 Sekunden. Ja, geht besser, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt natürlich so das, was mir am meisten Spaß macht, wenn ich Formel 1 spiele. Die ganzen Larrys da hinten überholen. Weil es geht halt immer relativ einfach, muss man sagen. Ja, wir müssen schauen, dass wir hier nicht im Verkehr rauskommen. Aber es sieht ganz gut aus. Wir sind, glaube ich, ja genau, ganz am Ende des Feldes. So, Runde war nicht optimal. Wir hatten ein kleines technisches Problem mit unserem Gaspedal, deswegen ist, glaube ich, Ricardo auch so schnell abgehauen. Auf jeden Fall schon mal ein niederer letzter Sektor und ich glaube, der ist hinter uns. Oh, vollbremst. Oh, oh. Ja, das passiert, wenn man nach hinten guckt. Ja. Darf natürlich nicht so oft passieren. Ja. Ja, Ricardo hier mit frischen Softs rausgekommen. Oh. Vettel genauso dahinter, auch auf frischen Softs. Gegen die gilt es sich auf jeden Fall jetzt zu verteidigen. Aber natürlich nicht zu aggressiv. Man will ja auch nicht seine eigenen Reifen verbrauchen, wenn man die eigentlich auch viel länger fahren kann als die anderen. Ja genau, die gelben Reifen sollten wir jetzt bestimmt mal bis Runde 20 schon fahren, damit wir auch mit dem letzten roten Satz hier gut auskommen. Und wenn wir Glück haben, können wir noch von den beiden Williams das DRS snacken und uns gegen Ricardo zu verteidigen. Der kommt jetzt echt arg ran. 0,5 Sekunden, 0,6. Wir haben ja eigentlich schon das Top-Speed-Setup ausgewählt. Aber mit der S sollte es wahrscheinlich klappen. Wir gehen mal auf Fat Forest Cyber, haben den Windschatten. Und wir racen die ja sogar vor uns. Ist natürlich auch nicht gut. Aber hier kriegen wir bestimmt Russell. Wir sind besser auf der Bremse, direkt hinter Latifi. Am besten bekommen wir den als nächstes hier. Vorne ist auch noch Albon auch auf frischen Softs. Also der war auch schon drin. Ne? Ja, er geht nach innen. Dann bleiben wir außen, nehmen den Grip mit. Das Außen kennen wir vom echten Rennen bei Rhein. Da gab es die Diskussion mit Verstappen und Hamilton mit dem Kurve abkürzen, dem Überholmanöver. Ja, du hast es relativ sauber geregelt, aber war natürlich auch nicht um die WM gerade, sondern halt gegen Latifi und Williams. Aber trotzdem kriegst du einen Schulterklopfer von mir. Während Tim gerade seine Reifen checkt und versucht nicht von der Strecke zu kommen, kann ich euch ja schon mal sagen, es ist auch ganz praktisch für uns jetzt Latifi und Russell da dazwischen zu haben, weil die halten bisher Ricardo immer noch auf, der kann immer noch nicht vorbei. Auch auf seinen Softs nicht. So, und während Tim hier ein bisschen aufschließt, haben wir noch ein paar Einstellungen verändert. Hier ein kleiner Wackler bei Tim, aber das wird er auch wieder rausfahren. Wir haben jetzt einmal hier die Kamera ein bisschen verändert, damit ihr das Setup unten ordentlich seht. Außerdem haben wir noch einen Rückspiegel, damit wir nicht die ganze Zeit nach hinten gucken müssen. Nach hinten gucken ist gerade sowieso gar nicht so schlimm. Hat nämlich 4 Sekunden auf Latifi und der hält auch immer noch Ricardo auf. Also Ricardo braucht ein bisschen, um an den Williams vorbeizukommen. Bin jetzt ja auch schon am Ende von Runde 10. Ja, Latifi, richtiger Ehrenmann. Erinnert ein bisschen an diese Vibes von Vitali Petrov damals, als er Alonso aufgehalten hat. Ja. Wo Sebastian Vettel in Abu Dhabi zur Weltmeisterschaft gefahren ist. Und wir kommen jetzt zu einem richtigen Pulk dran, ne? Ja, da hat Alonso so einen richtigen Hals gehabt. Ich glaube, Danny Rick ist ein bisschen entspannter auch so im ersten Rennen der Saison. Ja. Aber cool findet das bestimmt nicht. Vielleicht können wir hier den Red Bull sogar holen. Oh, wieder leichte Berührung. Wir sind ganz außen. Können uns vielleicht neben Albon setzen. Haben DRS, Fettes an, ERS ist an. Und damit ziehen wir vorbei im Windschatten von Grosjean. Das ist doch mal was. Aggressives Überholmanöver. Also der Frontflügelschaden, der bin eigentlich immer ich. Also ich muss sagen, ich habe noch kein Rennen beendet in der F1 2020, wo ich den Frontflügel nicht wechseln musste einmal. So, und jetzt außen hier gegen Grosjean. Ganz starkes Manöver, muss ich mich mal selbst loben. Ja, ich hätte es auch noch getan, aber hast schon recht, er hat es gut gemacht. Oh, und im Rückspiegel sehe ich, glaube Albon hat sich weggedreht, kann das sein? Nee, nicht ganz, aber es war, sie waren ganz nah am Kontakt dran. Also sie hätten sich da fast von der Bahn gekegelt sozusagen, Grosjean und Albon. Also der hat da auch ein bisschen Zeit verloren, ist jetzt 1,7 Sekunden hinter uns.
hat aber Grosjean zumindest mal eingesteckt. Wir sind jetzt direkt an Hamilton dran und der ist direkt an Verstappen dran, also doppeltes DRS bei beiden. Und auch davor geht es die ganze Zeit weiter. Die Alphas sind noch dabei, Raikkonen und Giovinazzi sind da vorne. Und also der Zug hat keine Bremsen, sag ich mal. So, jetzt hier neben Hamilton setzen wir uns mal rein in die Innenseiterkurve. Hier ist natürlich weniger Grip unter Dreck der Strecke, deswegen hat er einen bisschen besseren Exit. Stecken wir lieber kurz zurück, gehen vom Gas, lupfen ein bisschen. Schon mal ein aggressiver Move auf jeden Fall wieder. Also Tim hat richtig Bock auf diese F1-Serie. Wenn ihr die auch richtig geil findet, zeigt es uns mit dem Daumen nach oben natürlich. Ziel ist Nummer 11, weil wir sind gerade auf Nummer 11. Also Ziel sind 11 Likes. Schafft ihr bestimmt, da glaube ich an euch. Verstappen startet was bei Raikkonen. Hamilton hat sich ganz kurz auch überlegt mitzumachen. Bleibt aber dahinter. Wir müssen auch geduldig bleiben. Machen den Flügel auf. Kommen an Hamilton gut ran mit DRS und dem Fettgemisch. Oh, das sind Hamilton und Verstappen gleichzeitig. Drei breit geht hier die straight runter. Hinter Raikkonen und was ein... What a Manöver! What a Manöver! Hamilton und Verstappen gleichzeitig in die Tasche gepackt. Muss man ehrlich sagen, war nicht schlecht. Und jetzt kommen noch Raikkonen, Giovinazzi, Kvyat. Sind natürlich Fahrer, die man alle einstecken könnte. Hätten, wenn wir den da rausdrehen. Lass ihn mal vorsichtshalber vor, aber Hamilton kommt auch dran und wir verbremsen uns komplett. Ach du Scheiße. Uiuiui. Verlieren wir jetzt hier die Track Position gegen Hamilton. Okay, eine Position nur. Verstappen noch hinter uns. Albon auch direkt dahinter, der geht jetzt auch sogar raus. Attackiert Verstappen ein bisschen. Ich hab's ein bisschen im Blick für dich, während du hier mit Hamilton noch ein bisschen zu kämpfen hast. Also dahinter auch richtig stark, wer da hochguckt in den Spiegel. Verstappen und Albon schenken sich da gar nichts, die zwei Teamkollegen. So, jetzt die Attacke von Hamilton gegen Raikkonen, die müsste eigentlich easy wegchecken. Ja, Weltmeister gegen Weltmeister. Natürlich einer in einem deutlich besseren Auto und das schlechtere Auto von den beiden wollen wir jetzt natürlich auch noch attackieren, damit Hamilton nicht so lange wegfahren kann. Ja. Geht jetzt auf der Geraden ganz gut, Raikkonen ist glaube ich auch in den Boxenstopp reingefahren. Wir holen uns mit DRS, holen wir uns Hamilton nochmal, starkes Ding auf der Geraden. Und in Runde 14 sind wir jetzt auf Track Position 5, aber natürlich davor noch ein Haas und ein Alpha. Bottas müssen noch davor sein und ansonsten weiß ich es gerade gar nicht. Also es könnte sogar reale Position 2 gerade sein. Ja, ich glaube ein Alpha Tauri ist noch ganz vorne. Ja, Kvyat ist noch dabei, glaube ich, stimmt. Ja. Und Giovinazzi jetzt zu bekommen wäre natürlich praktisch, dann wäre er schon mal zwischen dir und Hamilton. Also vielleicht jetzt auf der letzten Gerade hier auf Start und Ziel, ja, stimmt, kriegt man den mit DRS. Eh an die Box, wir nehmen noch ein bisschen den Windschatten mit. Stimmt, da gehen beide in die Box. Ah, Gasly war es sogar. Ja, siehst du hier, Rennposition 2 gerade, natürlich noch dicht verfolgt von Hamilton und Albon, der sich Verstappen gesnackt hat. Und jetzt geht's, Bottas geht's nicht mehr zum Einholen, der hat 21 Sekunden Vorsprung. Ach du Scheiße. Also Bottas in F1 2020, habe ich eh das Gefühl, ist Hamilton in echt quasi. Es hat sich noch was entwickelt hier. Ich habe gerade gesagt, wir müssen nicht noch auf Bottas gucken. Der hat ja 21 Sekunden Vorsprung. Gut, jetzt gerade ist Bottas auf Platz 3 hinter uns. Der hat nämlich gerade nochmal seinen Stop gemacht. Fährt jetzt mit seinen Mediums auf jeden Fall durch, würde ich behaupten. Ne? Wenn da nichts Schlimmes passiert für ihn. Ja, aber hängt jetzt natürlich erstmal hinter Hamilton fest. Aber wir können uns natürlich leider auch nicht absetzen. Sonst könnten wir vielleicht mit den Softs am Ende nochmal einen Angriff starten. Aber vorher müssen wir die Mediums noch mindestens mal 3 oder 4 Runden halten. Die sehen schon nicht mehr so gut aus. 50% hinten links schon. Also ich merke auf jeden Fall schon, dass der McLaren ordentlich am Rutschen ist. Und Hamilton, den können wir gar nicht auf Abstand halten. Wir haben nur irgendwie, warum auch immer, einen besseren Motor. Also auf der Geraden ist er jetzt nicht so gefährlich. Kommt jetzt eher in den Kurven hier rein. Vielleicht hat er auch einfach ein anderes Setup. Ja, wo wir gerade auch bei Hamilton sind, ich habe schon auf den Call gewartet. Bon und my tires are gone. Ja. Also Tims Tires sind eine... And Nick, my tires are gone. Aber eigentlich müsstest du jetzt... Oh, Hamilton geht an die Box, sehe ich einen Rückspiegel. Kommt da der Undercut? Da kommt der Undercut, da müssen wir... Wir können nächste Runde noch nicht an die Box gehen. Nee, sonst kannst du es nicht rausfahren am Ende. Nee, sonst so lange halten die Roten nicht. Aber alle gehen gerade in die Box. Leclerc, Albon und Hamilton alle zusammen in die Box reingefahren. Ja, aber die müssen auch auf die Mediums wechseln. Das heißt, wir sollten am Ende auf jeden Fall den Reifenvorteil haben. Auch wenn wir jetzt vielleicht an Track Position verlieren. Ich würde... Oh, die Reifen sind so tot.
Ich würde ehrlich gesagt noch draußen bleiben, außer mein Renningenieur hat hier noch andere Ideen. Nee, dein Renningenieur ist davon überzeugt, dass wir ein bisschen draußen bleiben, sonst wird es ja nichts, sonst ist ja unsere ganze Strategie über den Haufen geworfen. Nicht nervös werden, einfach am Ende gut die Zeit rausfahren und danach ja, einfach weitermachen, würde ich sagen. Weiter, immer weiter. Jetzt sind wir natürlich Bottas ausgesetzt hier, ja, auf den letzten 2 Geraden. Hier gleich kommt Start und Ziel. Der hat die frischen Mediums drauf, also er kommt viel, viel besser aus der Kurve. Ich slide hier so ein bisschen lang, obwohl das jetzt ganz gut war, aber wir machen mal fett und überholen an. Er hat natürlich aber auch DRS, muss man da auch dazu sagen. Also vielleicht wird es am Ende nochmal eng. Bisher sieht es aber gut aus. Wie angesprochen, das Topspeed ist gerade richtig gut da. Ja, ich glaube, das liegt ja noch in seinem Setup. Es frisst wahrscheinlich dann auch den Reifen einfach um das Setup. Dafür auf der Geraden schwer zu überholen. Hat immer seine Vor- und Nachteile. Tim, der Taktikfuchs hier, ja, ja, hat sein Klemmbrett rausgeholt und sich ein paar Dinge aufgeschrieben. Und bisher scheint alles zu funktionieren. So, 60% hinten links jetzt. Bottas greift jetzt schon in der Kurve an. Letzter ist und ich glaube, jetzt gibt es kein Halten mehr. Ich glaube, es ist auch schlauer für unsere... Ah? Komm. Ja, doch, doch, da ist er. Ja. Aber gerade wollte er sagen, er kommt nicht dran, aber er kam nicht nur dran, er kam auch vorbei. Ja, ich glaube, es ist auch schlauer, ihn ziehen zu lassen im Kampf um Hamilton, dass wir jetzt da nicht groß fighten, dass wir nicht unnötig noch Zeit verlieren, weil Bottas, gegen den fahren wir ja quasi eh nicht, weil der schon alle Stops gemacht hat. Ja, der Mann ist auf jeden Fall weg, Man on a Mission. Der ist da auf Platz 1 auf jeden Fall gefestigt. So, der hintere linke Reifen jetzt auf 72%. Also ich glaube, der ist kurz vorm Platzen, da ist gar kein Gummi mehr drauf. Deswegen hat Henrik schon gesagt, Box, Box, Box. In, out, out, out. Ich glaube, wir gehen lieber in. Auf jeden Fall, jetzt der letzte Stop, muss natürlich wieder ein guter werden. Mal schauen, wie viel Zeit wir verlieren. Und dann mal schauen, was der letzte Stint auf den Roten so bringt. Ja, Hamilton und so, die hängen da hinter Ocon und Gasly fest. 2,5 auf jeden Fall schon mal ein guter Stop. Ich glaube, wir kommen vorhin raus. Nur Stroll, der hier die 1-Stop fährt. Ja, wird doch eine knappe Geschichte. Stroll ist auf jeden Fall schon mal durch. Jetzt können wir wieder Gas geben. Da kommt Ocon. Ja, genau. Und hinter Gasly direkt war es auch schon Hamilton, ne? Der ist direkt bei uns immer im Heck. Platz lassen. Wir haben den besseren Grip auf der Außenbahn. Haben jetzt auch DRS. Und Hamilton greift Gasly auch an. Und uns auch. Na? Hamilton da ordentlich vorbeigepflügt an Gas. Hamilton ordentlich vorbeigepflügt an Gasly. Jetzt in unserem Rückspiegel. Und wir sollten ja eigentlich gleiches Spiel haben gegen Ocon. Der ist auf älteren harten Reifen wie auf ganz frischen Softs. Sind viel besser auf der Bremse, sind hier direkt an seinem Heck dran. DRS ist an, ERS ist an, wir machen das Fettgemisch auch noch an. Für die kurze Gerade muss das reichen. So sieht's auch aus. Und dann haben wir ihn schon eingesammelt und gehen jetzt auf die Jagd auf Lance Stroll. Wir sagen mal bei Lance hallo. Lance Stroll auf der 2 vor uns, noch mit seinen alten harten Reifen, wir mit den frischen neuen. Ja, die frischen neuen wahrscheinlich, die frischen neuen roten, ne? Sind dabei. Purple Sektor im mittleren Sektor. Und jetzt natürlich direkt dahinter. Bisschen den Windschatten mitnehmen und dann rechts raus. Gehen hier auf die Innenseite, bremsen den guten Mann aus und haben die Position. Auch noch DRS. Ja, leicht quer gestanden, aber es sollte reichen. Haben einfach viel mehr Grip, da hat er gar keine Chance, der Arme. Und die schnellste Rennrunde gibt es auch noch. 1,30,5. Das gibt ja auch noch einen extra Punkt. Wurde, glaube ich, vor 2 Saisons eingeführt. Ist eigentlich ganz, ganz cool, dass da auch noch drum gefahren wird. In Runde 25 hat Hamilton es auch mal geschafft, an Stroll vorbeizugehen. Wir haben noch 2 Sekunden Vorsprung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Speed von Mercedes ist. Wir haben ja eigentlich einen Reifenvorteil. Aber ihr seht es unten rechts, sind auch schon wieder bei ungefähr 25%. Ob das dann noch ein Vorteil ist, die gelben Reifen, die gehen ja jetzt nicht so schnell kaputt von Hamilton. Und der ist, glaube ich, auch nur 2-3 Runden vor uns reingekommen. 2 Runden vor Schluss geht es eigentlich um nichts mehr so wirklich. Wir sind eigentlich relativ gefestigt auf Platz 2. Hamilton kommt nicht mehr dran. Stroll hält sich da hartnäckig auf Platz 4, muss man ihm also mal gratulieren zu einer grandiosen Leistung bisher. Hoffentlich bleibt es natürlich auch so aus seiner Sicht. Und ich würde sagen, wir hoffen natürlich auch, dass es aus unserer Sicht so bleibt und dann nichts am Auto schief geht oder sowas. Ja, das wäre es natürlich jetzt. So ein überragendes Rennen und dann kriegen wir irgendwie einen Motorschaden. Oder fahren uns noch irgendwie dumm den Flügel ab.
wo man sich auch gut den Flügel abfahren kann, ist jetzt hier in echt in Real Life. Ja, Monaco kommt ja jetzt dann als nächstes Rennen. Wir wissen natürlich noch nicht ganz, wann die Folge online kommt, also vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht nicht. Aber wie gesagt, kommt er jetzt aus unserer Sicht als nächstes Monaco und da kann ich ehrlich sagen, lasse ich im Game die Finger davon. Ja. Wir haben gerade eben schon über mein Talent geredet, auch mein Talent, sich den Frontflügel wegzufahren. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, meine erste Runde Monaco hat, glaube ich, 33 Rückblinden gebraucht ungefähr. Oh, und habt ihr es gesehen, weil Terry Bottas holt schon die schnellste Rennrunde? Ja, glaubst du, ein bisschen geschlafen jetzt? Glaubst du, wir können das nochmal packen? Wir haben auf jeden Fall ja, nicht mehr so viel Fett. Wir gehen nochmal kurz auf Mager hier und dann nochmal auf Fett für die letzte Runde. Vielleicht können wir sie uns noch zurückerobern. Ja, eine Chance haben wir jetzt noch. So, wir waren auf jeden Fall hier schon mal nur 0,6 langsamer als unsere schnellste. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die von Bottas war, aber ich hau hier nochmal alles in die Pfanne. Während Bottas schon die karierte Flagge gesehen hat, bei uns kommt es jetzt gleich die letzten paar Sekunden von unserem ersten Rennen hier. Wie gesagt, wenn euch die Serie an sich hier gefällt und wenn ihr wollt, dass wir es zu einer echten Serie machen, dann lasst gerne mal ein Like da und Glückwunsch an Tim. Hier auf Platz 2 gefahren, von Platz 10 aus, also super Rennen hier. Das darfst du mal übernehmen. Ja, Platz 2, vielleicht war die Schwierigkeit doch ein bisschen zu gering. Wir sind auf 94 gefahren. Ich glaube, fürs nächste Rennen gehen wir da vielleicht sogar auf die 96. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben uns als Team schon ganz gut gemacht hier. Uns gegen die Mercedes gesplittet und die Red Bull geschlagen. Toto Wolff freut sich hier natürlich. Unser Anspruch ist natürlich aber trotzdem, dass wir hier um Podiums mitfahren. Und das haben wir im ersten Rennen schon mal geschafft. Wie gesagt, beim nächsten Mal vielleicht mit einer etwas anderen Schwierigkeit. Aber es ist natürlich ein guter Beginn zu dieser Serie hier. So, dann schauen wir uns mal das ganze Tableau an. Valtteri Bottas, oh. Was ist denn das? 400stel ist ja schneller gewesen mit seiner schnellsten Runde. Haben wir fast doch bekommen. Hamilton mit der schnellsten Runde direkt hinter uns, so wie auch im Rennen. Aber auf Bottas hatten wir dann in der echten Zeit gar keine Chance. Und ach du Scheiße, Lando Norris auf Platz 13. Junge, was hast du denn gemacht? Deswegen sind ja auch meine Hände über meinem Kopf zusammengeschlagen. Das ist wirklich eine furchtbare Performance, muss man einfach knallhart so sagen. 13 kann nicht der Anspruch sein. So, Friends, die Tabelle müssen wir euch beim ersten Rennen nicht zeigen. Ist ja quasi dann genau die Position, wie wir sie auch im Rennen hatten. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem großen Preis von Spanien. Ihr seht es unten links schon. Und wir haben wieder ein bisschen Platz hier im F&E. Also da können wir unser Auto auf jeden Fall wieder verbessern. Nach den Verbesserungen, die wir eh schon machen auf Renault. Und dann würde ich sagen, haut nochmal ein Like aufs Video da drauf. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Serie ganz gut ankommt. Schreibt vielleicht einen Kommentar, irgendwelche Tipps, wie ich vielleicht besser fahren kann, was wir am Auto verbessern können oder so. Und dann sehen wir uns beim großen Preis von Spanien. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized.